Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein Schminkkörbchen. Und zwar habe ich auch noch eine neue Foundation, die ich gerne mit euch zusammen austesten würde. Und zwar geht es um diese hier. Dann möchte ich heute einen Ton aus der Palette benutzen. Und zwar eher so im bräunlichen Bereich, denn ich habe was Schwarzes an. Wir können ganz, ganz gezielt. Also, ja, ich würde gerne den hier austesten. Wo ist er denn? Der hier. Ja, das ist so ein braun-orange, also ganz, ganz fantastisch sieht er aus. Und so in diesen bräunlichen, vielleicht auch mit dem Senfton spielen, mal gucken. Und was wir da genau machen, dann eben diese Foundation. Das Glow Kit von Anastasia Beverly Hills kommt auf meine Wangen drauf. Und konturieren werde ich mit der Tamtam Beauty. Und da ist auch ein Blush drin. Und bronzen tue ich mit dem Butter Bronzer. Gucke ich mal, was mein Schminkkörbchen noch hergibt. Fixieren werde ich heute mit dem hier. Abpudern, denke ich, werde ich mit meiner Kombi. Oder ich probiere nochmal das Bare Minerals Puder aus. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Wobei, nee. Wir bleiben bei dem Maybelline Teil, weil das ist relativ matt und kann auch gut. Weiß ich, wie das funktioniert. Das Bare Minerals ist ein bisschen zu stark. Naja, wir gucken jetzt einfach mal. Concealer und sowas habe ich ja schon da. Ich hole mal kurz meine sauberen Pinsel. Und ich würde auch gerne mal dieses Prime and Last Bake It Blush ausprobieren. Mal gucken, weil der ist ganz, ganz zart, dass man den über den anderen geben kann. So sieht es aus. Und dann, ja, starten wir. Und Highlighter-Pinsel technisch möchte ich die neuen von BH Cosmetics ausprobieren. Die habe ich auch frisch gewaschen. Ich bin nicht so begeistert von dieser wabbeligen Form, aber vielleicht klappt das mit dem Anastasia Beverly Hills Highlighter viel besser. Ich würde sagen, wir fangen an. Und auch ein neues Augenbrauenprodukt. So sieht Habe ich es auch noch. aus. Das habe ich auch von der Jennifer bekommen. Und das möchte ich austesten. Ist die 03. Ich habe keine Ahnung, woher das ist. Studios. Wir fangen an. Ich trage mir mal einen Primer auf, den ich jetzt einfach, ja, ihr wisst ja, leer mache. Da mache ich ungefähr so drei Pumper drauf. Vermische das erstmal in meinen Handflächen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, mittlerweile gar nicht, wie ich richtig filmen soll. Wegen, manchmal, wenn ich euch zu nah ranhole, dann seid ihr weit, weit, also dann seht ihr nichts. Wenn ich euch zu weit, dann habe ich immer das Gefühl, ihr seht überhaupt nichts. Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Okay, wir fangen an mit der Foundation. Ich fange meistens mit der Foundation an, relativ flüssig. Bin ja super gespannt. Ich trage mir jetzt erstmal. Sunny, ich bin so froh, dass du mir sie geschickt hast, um ehrlich zu sein. Aber wieso läuft das im Deckel aus? Keine Ahnung. Also die Farbe passt schon mal, könnte aber ein Ticken zu dunkel sein. War das deine Farbe? Ich hätte mir eine andere Farbe geholt. Übrigens habe ich die Farbe 116. Ich wollte mir schon die 128 holen. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht getan. An der anderen Seite gearbeitet. Übrigens sind das die Ember-Schwämme. Ich liebe sie. Ich habe schon lange den nicht mehr benutzt, weil ich die ganze Zeit Ebeling getestet habe. Den mag ich auch. Also wenn man nicht online bestellen will, kann man sich ruhig den abgeschreckten Ebeling holen. Der ist auch super soft. Also wenn man ihn dann 3, 4 Monate benutzt, dann ist er immer noch richtig gut und super soft. Also ein bisschen sehe ich selbst gebräunt aus. Es deckt minimal ab, würde ich sagen. Also wenn überhaupt, dann im Wangenbereich. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass es den Hype wert ist. Ich versuche jetzt nochmal eine zweite Schicht darauf aufzubauen. Aber ich befürchte, es ist nicht so mein Ding. Weil es halt so, so leicht ist, dass man eigentlich auch gar nichts tragen könnte. Viele haben es ja auch bewundert und waren so überrascht und keine Ahnung was. Ich bin nicht so der CC-Typ-Fan und auch nicht vor allen Dingen mit Lichtschutzfaktor. Ich komme da mit der Konsistenz oftmals nicht klar. Die Konsistenz geht eigentlich. Und bei der zweiten Schicht reicht mir das eigentlich schon auch an Deckkraft. Ich hoffe, ihr erkennt überhaupt irgendwas. Die Sonne strahlt so wunderschön heute. Ich bin aufgewacht mit Sonnenstrahlen im Gesicht. So in etwa. Ich habe heute auf dem Sofa geschlafen. Wie unbequem kann man eigentlich ein Sofa sein? Ich
bin dort einfach eingepennt und habe dann bis um 10 geschlafen und habe dann, immer wenn ich so lange schlafe, habe ich Kopfschmerzen. Also ich muss schon so um 7:30 aufstehen, dann geht es mit dem Kopf weh. Weiß einer, warum es so ist? Also, weil der Körper es einfach nicht gewohnt ist, oder? Ich ziehe mir das natürlich auch runter. Meine Schwiegereltern denken auch, oh Gott, die Alte kann sich überhaupt nicht schminken, weil ich ja immer was Neues ausprobiere. Aber bei sowas weiß ich ganz genau, ich bin ja eh den ganzen Tag nicht da und dann lasse ich mein Make-up. So, ihr Lieben, Sohnemann ist gegangen und ich habe jetzt mal meine Ruhe. Hoffentlich für etwas ein bisschen länger. ja, wie soll ich die Foundation? Ist es eine leichte Textur? Es ist halt von der Farbe hier nicht ganz so, da muss man ein bisschen mehr arbeiten. Ich finde, sieht man das an den Ohren gut, wenn ich länger meine Haare offen trage, dann geht's am Hals. Vielleicht ist es auch eine Sommerfoundation. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so, wow, aber es geht. Ich tue jetzt mal meine Visage auch setten, sonst habe ich diese Rillen vielleicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht gleich sette, sondern erst bewerte. Ich finde halt, man sieht ganz deutlich in den Augenbrauen. Ich benutze übrigens den Bronzerpinsel von Ebelin. Ich habe mal heute im Internet geguckt. Ebelin hat interessante Pinsel. Ich habe schon ein paar davon, aber ich würde gerne noch mehr austesten. So, meine Stirn habe ich abgepudert, dann kommt Concealer drauf. Mal gucken, es ist die Liquid Camouflage von Catrice. Ich liebe sie. Ich gucke gerade mal, ob man damit auch gut arbeiten kann. Also wisst ihr, mit anderen Produkten oben drüber, ja, lässt sich eigentlich ganz gut verarbeiten. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, das muss als reichen für ein Full Face. Weiß nicht, mehr möchte ich eigentlich in ein Full Face auf Make-up of the Day nicht investieren, um ehrlich zu sein. Also eigentlich wäre das mir schon zu viel. Wenn man will, kann man ja noch ein bisschen so mit dem Finger arbeiten, um alles Überschüssige noch abzunehmen. Ich puder jetzt mal ab. Oh, ich habe sogar mein Auge abgepudert. Und hier pudere ich mal nur ab. Ich liebe dieses Astor-Puder. Ist ja nicht mehr im DM erhältlich. Und ich glaube, im Rossmann gibt es Astor auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet. Weil... hat mich jetzt nicht so... Wenn es leer ist, ist es leer. Ich brauche jetzt keine Puder nachkaufen. Weil ich einfach genug Puderprodukte habe. Puderartig. Ja, ich rate euch immer erst schminken, dann anziehen. Außer ihr habt super enges Kleid, dann zieht euch einen Bademantel. So wie ich das als morgens betreibe, weil wie oft ist mir Foundation... Ich habe so viel Puder jetzt auf mein Oberteil, was ich eigentlich zu meinen Schwiegereltern anziehen wollte, drauf. Ja, es ist gesettet. Also die Produkte sind okay. Dann kommen wir zu dem Stift. Augenbrauen und Stift, das sieht super interessant aus. Der kommt so daher, der ist einfach nur gerade. Ich guck mal, ob ich ein Bürstchen finde auf die Schnelle. Ja. Ich liebe meinen Vorrat an Pinseln. So, was darf ich gleich machen? Wäsche noch aufhängen und dann geht's los. Ich finde eigentlich die Foundation ganz schön. Es sieht sogar so aus, als hätte ich konturiert. Habe ich aber noch nicht. Ja. Ich sprühe auch gleich mal mein Gesicht an, damit so das erste verschwinden kann. Jetzt fangen wir mal an. Das ist cool. Also ich möchte das ehrlich gesagt nicht aussprechen. Diesen Firmennamen. Full Colors. Das reicht uns doch schon. Und ich fange erstmal hier an. Von der Farbe her, ja, es ist ein Braun. Man muss ja nicht so stark drauf drücken. Ja, ich finde es auch sehr schade, dass ich so oft im Bild verschwinde. Es
Tut mir auch echt leid, aber immer wenn ich dann hochgucke, dann sehe ich ja, ich bin ja im Bilde drin und dann verschwinde ich wieder. Die Handhabung mit ohne Schwenkdisplay kann echt anstrengend sein. Und so viel, ich habe keinen YouTube-Raum, wo ich meinen PC noch anschließen kann und keine Ahnung. Ja, also ist ein solider Stift auf jeden Fall. Kann man mal machen. Ist zum Beispiel ein bisschen cremiger als der von B-Edge. Ich finde, bei B-Edge muss man so arg draufdrücken. Ich finde immer, nicht. Wenn man sagt, ich fühle mich einfach besser oder schöner mit dem, heißt es ja nicht, dass man sich super hässlich findet, wenn man nicht geschminkt ist oder sowas. Also, ich fühle mich halt oftmals kaputt und ich werde dann auch gefragt, ob ich gesund bin, ob es mir denn gut geht, weil die Leute kennen mich halt nur mit Schminke, ne? Ich wurde oftmals im Kindergarten gefragt, ob es mir schlecht geht, weil ich ungeschminkt bin. Aber ich fühle mich dann auch ein bisschen kränker und so, weil ich es ja gewohnt bin, mich für den Tag so zu richten. Es muss ja nicht mal viel sein. Es muss nicht viel sein. Ich weiß nicht, ob ich meine Augenbrauen schön finde. Ich glaube ja nicht. Keine Ahnung. Nee. Irgendwie nicht so richtig. Ich finde auch, wenn ich diese aufstelle, nicht schön. Ich weiß nicht, mir gefällt das einfach nicht. Ich mag es, wenn es so ein bisschen definiert ist. Manchmal stärker, manchmal weniger stark, aber dass man sie so aufstellt, das ist einfach nur, glaube ich, für Fotos gut. Wegwischen lässt er sich eigentlich auch ganz gut. Was jetzt für die Augenbrauen nicht ein Pro ist. Wisst ihr was? Mein Sohn kriegt jetzt auch ein Muttermal da ganz, ganz zart. Ich fand das so, ich habe das in Hamburg entdeckt im Urlaub. Ich so, hä? Ich dachte eigentlich, das wäre Nutella. War es aber nicht. So, kommen wir zu Palettchen. Ich habe keine Base noch drauf. Kommen wir dann zu Base. Ich mache auch kurz meine Augenbrauen. Findet ihr das zu dunkel oder geht's? Ich finde allgemein meine Augenbrauen passt zu anderen gerade überhaupt nicht. Keine Ahnung. Wir fangen doch an mit dem Gesicht. Und ich konturiere damit wirklich nur meine Wangen, weil Bronzer kommt dann im ganzen Gesicht. Und eigentlich finde ich das auch ganz cool, wenn man es einfach mit dem Finger schnell machen kann. Ich mache es zwar auch gerne mit dem Pinsel, also mit dem Schwamm, weil ich einfach das nicht mag, wenn man so viele Sachen auf den Fingern hat, weil ich ständig so einen Lappen brauche. Und ihr hört, glaube ich, dass ich erkältet bin. Ja, das nervt mich auch. Ich komme zum Blush nochmal. Oder Bronzer. Bronzer, ich mache doch jetzt mein Gesicht erstmal fertig. Bronzer. Ich finde, wenn man Bronzer drauf hat, dann sieht das Leben schon mal ein bisschen einfacher aus. Und schöner. Man sieht halt einfach irgendwie schon frisch aus. Ich weiß nicht warum, aber für mich wirkt die Seite etwas fleckig. Und nicht nur in der Kamera, sondern auch so. Manchmal in der Kamera wirkt das sehr fleckig und ich denke so, hä, das sehe ich aber nicht. Aber ja, okay. Ich benutze auch den Pinsel zum Blushen. Sehr pigmentiert, da muss man ultra vorsichtig sein. Und dann rate ich euch tatsächlich, das erstmal so auf dem Handrücken abzuklopfen, um zu gucken, wie viel Pigment man eigentlich drauf hat. Ist ein schönes Rotbraun, richtig so Sahara. Sundown. Ich weiß nicht, was sie damit gemeint hat oder was sie damit, ja, keine Ahnung. Den Highlighter benutze ich nicht aus der Palette. Ich möchte heute den Highlighter von Anastasia Beverly Hills auftragen. Und zwar benutze ich den hier, Moonstone. Ich denke, dass er heute gut passt. Ich klopfe ein bisschen ab und dann los geht's. Das ist so ein abgeschrägter Pinsel von BH, die Nummer 7. Das ist wie so eine Zunge, sieht das aus. So ein bisschen Duo-Fiber oder so abstehende Härchen. Das hat jetzt so hellere Spitzen und die werden ganz fein. Und dann trage ich das nochmal mit einem anderen Pinsel auf. Und zwar ist das von diesem Set die Nummer 5. Das ist so eigentlich meine liebste Variante. Und damit trage ich das dann auf. Und ich finde, der Highlighter ist so zart.
Aber er betont auch das Gesicht. Also ich finde der Emery sie nicht so. Und ich bin ja super gespannt. Ich hoffe, ihr erkennt was, ne? Es tut mir leid, wenn nicht. Ja. Also wie gesagt, das feiere ich schon mal sehr. Dann würde ich sagen, trage ich noch so ein bisschen Blush oben drüber auf und verblende das. Und dann kommen wir auch zu dem Teil hier. Ich glaube, ich finde das besser, wenn das so gebacken ist, ein Blush. Ich glaube, ich mag, da riecht ganz lecker. Ich mag gebackene Blushes, glaube ich, lieber. Ich mag diesen Sprühkopf nicht von diesem Produkt. Und man darf halt nicht so durchdrücken. Wir schminken jetzt die Augen. So viel Zeit haben wir nämlich nicht. Ich fange an. Immer muss ich diese Palette knicken. Ich fange an mit Afterlife. Und sette mal mein Auge, weil es krümelt die Base gerade so ein bisschen. Und ich befürchte, das gibt nichts Gutes sonst. Also es liegt dann nicht an der Palette, sondern an meiner Basis. Weil ich alles gleichzeitig machen will und nichts schaffe. Ja, so bin ich. Ich versuche so viel wie möglich hinzubekommen und dann irgendwie. Mein Morphe-Pinsel müsste mal die Augenbrauen gezupft kriegen. Seht ihr, das steht ja irgendwie nach dem Waschen ab. Ich schneide das nicht ab, ich zupfe dieses Haar dann raus. Das ist die M433. Ich würde es mir trotzdem nochmal kaufen. Für den Preis. Ich gehe in Karma. Karma ist ein Senfton. Ja, Karma ist in jeder Palette drin. Karma braucht man im Leben. Eigentlich nicht, wenn man nichts zu befürchten hat. Mein Gesicht sieht gerade so maskenhaft aus. Das liegt so richtig schön auf meiner Haut. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch, dass es nicht besser wird. Also vom Weiten sieht es ganz nett aus, aber vom Nahen kann ich euch das absolut nicht ans Herz legen. Diese Foundation wieder. Ich weiß nicht, was ich für ein Problem habe zurzeit. Also meine Good-to-Go Foundations, die funktionieren alle. Alle, bis auf die neuen. Die liegen alle so auf meiner Haut komisch drauf. Schade Schokolade eigentlich, ne? Also ich meine, ich versuch und mach und tu. Aber wenn es dann nicht funktioniert, warum sollte ich das dann so lassen? Das ist jetzt ein Ton, ich würde das einschätzen als nicht meine Lieblingsfarbe. Ich mag keinen Senf in den Klamotten. Ich mag vor allen Dingen nicht Blondinen mit senffarbenen Klamotten. Vor allen Dingen nicht Jacken. Wenn es dann noch so nah und Hosen, das sieht für mich aus, als hätte man zu arg Durchfall gehabt. Also ich mag es persönlich einfach nicht. Es ist mir egal, ob es jemand anderes mag. Aber ich persönlich mag es einfach nicht. Und das ist so ein Verheilungsprozess vom blauen Auge. Diese Farbe. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich das so schön finde. Aber ich versuche das jetzt mal hier so schön auszublenden. Ich wollte nämlich heute mal ein Update abdrehen und das heute noch hochladen. Ich habe so viele Videos noch, die ich alle gerne hochladen würde. Okay, wir gehen ganz, ganz dunkel, Lars. In Bad Liar. Wieder mit meinem Pinsel hier. Und versuche das schon hoch dunkel zu bekommen. So ein bisschen auch in der Lidfalte selber. Diese Streifen bekommt man nur, wenn man zu schnell gearbeitet hat. Also wenn man zu schnell über sein Lid huscht. Also wir huschen gerade mal. Ich würde durchdrehen, wenn ich jetzt gleich noch keinen Speicher habe. Das ist 64 GB. Eigentlich müsste das doch mal reichen. Hier würde ich noch mal ein bisschen so ausbessern. Heute ist mein Auge hier ein bisschen drückender. Oder ich habe mehr Lid freigelassen.
Aber ich habe das Gefühl, dieses Auge ist heute etwas kleiner. Vielleicht habe ich da ein bisschen Wassereinlagerung. Oder weiß der Geier. Also auch unten am Wimpernkranz. Da möchte ich aber mit einem kleineren Pinsel arbeiten. Also mir gefällt die Foundation gerade, wie sie auf meinem Gesicht liegt, gar nicht. Vor allen Dingen nicht in diesem Bereich. Seht ihr meine Augen? Das eine ist doch kleiner, oder? Oder habe ich hier einfach ein helleres Lid? Ich kann es gerade nicht sagen, was mein Problem hier ist. Mit Legendär spielen. Und zwar ist das so ein Rot. Also, es ist sehr interessant, was das für Töne sind. Oh, der ist so geil. Der ist wirklich schön. Der ist mal toll. Den sprühe ich aber damit an. Mit dem Fixierungsspray möchte ich eigentlich nur in mein Gesicht, aber nicht auf den Augen. Jetzt habe ich ein Problem. Schaut mal, wie schön der ist. Aber leider kann ich euch das nicht einfangen. Weil von hier sieht er, der jongiert so in dieses Orange, ne? Wenn man ihn ausblendet. Meine Schwiegereltern fallen noch vom Hocker mit mir. Ich immer mit meinem extravaganten Aussehen. Schocke doch jeden. Wie schön du bist. Wie schön du bist. Mit dem ockerfarbenen Ton versuche ich das hier auszublenden. Und so sieht dann auch immer mein Schminkkörbchen eigentlich aus. Ich weiß nicht, was meine Augen heute für ein Problem haben. Nicht gleich auszusehen. Aber es ist mir heute Morgen schon aufgefallen, als ich mich ins Spiegel... Den kann man nicht beschreiben, wie schön der ist. Entschuldigt bitte, aber für 22,50 €... Normalerweise kosten so eine Paletten in dieser Qualität 50 Euro. Aber hol dir die Waldfee. Ja, hol ihn dir die Waldfee. Mich würde das mal interessieren, ob jemand von euch Hakuhodo-Pinsel hat. Und ja, wie oft ihr die wäscht. Also zum Beispiel, ich würde sie nicht so oft waschen. Ich würde sie eher so am Kosmetiktuch abreiben, weil die Haare ja austrocknen. Jedes Mal, wenn man sie wäscht. Ich möchte ein bisschen highlighten, aber ich bin ja schon eigentlich extravagant genug. Na, wobei. Komm, wir gehen in Pixi rein. Sprühen das Ganze mal an. Wir gehen in Pixi rein. Pixi ist goldig. Also für mich ist das auf gar keinen Fall ein Fehlkauf, wie bei manch anderen Paletten. Ich kann euch jetzt nicht direkt sagen, welche. Aber bei manchen Paletten weiß ich... Ah doch, ich kann für Valjuvia's Place und diese von Kami, ich glaube, der heißt Kami, Fehlkauf. Also ich habe sie einmal vielleicht benutzt, 2, 3, 4, 5 Mal. Und beim ersten Mal schon gemerkt, bei der Kami ging es noch, aber bei der Julia's Place sofort. Ich wäre fertig. Also ich trage meistens gar nicht so viel, weil, gut, wir könnten noch am unteren Wimpernkranz den Ton auftragen. Ich weiß nicht, ob man das mit einer 4K-Kamera auffangen kann, wie legendär das hier ist. Wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Ihr seht es jetzt gerade aktuell im Tageslicht. Ich würde sagen, ich ziehe mir einen Lidstrich, tusche mir meine Wimpern, dann kommen wir zu den Lippen und dann war es das heute. Also ich habe beschlossen, euch einfach mal die Mascara von LR nochmal zu zeigen. Ich zeige sie sehr oft, weil ich sie wirklich mag. Also ich zeige euch auch wirklich nur Sachen, die ich wirklich mag. Egal, ob ich sie geschenkt kriege, selber kaufe, von irgendjemandem zugeschickt bekomme. Wie gesagt, um meine Meinung zu äußern, wird immer meine Meinung auch bleiben. Und man siehe da, man sieht auch gleich einen Effekt. Ich muss mich nicht viel anstrengen.
Und je weniger Lidstrich ich auch mache, ich habe heute nur ein Kajal oben drauf, je mehr zeigt sich das einfach. Und ich muss euch ja nichts vormachen, das sieht man ja. Also ich muss ja nichts schönreden, wenn ich sie einfach benutze und sie einfach schön. Ich glaube, sie hat Fibers drin. Ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Und das Bürstchen ist auch ein stinknormales Bürstchen. Und darum liebe ich das. Ich liebe es, es ist so stinknormal. Und es macht die stinknormalsten, schönsten, allerschönsten Wimpern, die ich seit langem hatte. Es, eigentlich habe ich das nur so schön, wenn ich mich 3, 4 Tage nicht schminke und dann eine Mascara drauf trage, dann sind sie auch so lang. Oder mit einer sehr, sehr guten Mascara, so wie die hier. Sie trennt nicht die Wimpern einzeln, das muss ich schon sagen. Das macht sie nicht, aber sie verklumpt sie auch nicht komplett. Und das ist dieses Effekt, das ist für mich der Effekt einer Mascara, den ich brauche, um dass man auch vom Weiten sieht, dass ich Mascara drauf habe. Ich brauche keine Wimperndusche, die alle einzeln auffächert. Ich brauche eine, wo ich keine falsche Wimpern tragen muss. Ist schon teuer. 22 Euro, dann legt noch 9 Euro drauf und ihr habt eine Lacombe-Mascara. Ich weiß nicht. LR ist halt so eine Sache. Na, ist ja so ein Vertrieb von... Ist ja ähnlich wie Mary Kay. So, wir kommen zu dem Duo. Und da trage ich die dunklere Seite auf. Die Lip Liner Seite. Und wenn ihr hier so einen Highlighten-Effekt seht, das ist der Highlighter, den ich im Innenwinkel hatte. Ich benutze so ein Rival de Loup Matiamu bei Sophia. So, I'm go to go. Ich finde, das ist einer der schönsten Herbstlooks, die man so machen kann mit dieser Palette. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Wenn ich so hingucke, wenn ich so gucke, sehe ich ein bisschen rot und es wird immer so ein, ja, Duochrom-Effekt halt. Ich feiere es, es passt zu mir, es passt heute gut zu meinem Outfit, denke ich. Und ja, ich finde es wunderschön. Auch die Lippenkombination spiegelt so ein bisschen dieses Augenmerk ab. Richtig geil. Ich feiere es, ich feiere es, ich feiere es. Hier gefällt mir das hier nicht, das hier nicht. So. Wunderschön, würde ich sagen. Mir gefällt es sehr, sehr, sehr. Ich liebe diese Palette jetzt schon. Ich habe nach dem ersten Look gewusst, das wird meine Palette. Ja. Ihr könnt selber für euch entscheiden, was eure Palette ist. Ich feiere es, ich feiere die Foundation nicht. Ich muss mal gucken, wie sie in 1, 2 Stunden sitzt, weil das oftmals so besser sitzt dann. Ich werde euch auch ein abendliches Update geben. Es kann sein, dass es wieder Flashback gibt, weil einfach keine Sonne mehr da ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden uns später sehen. Ciao, ihr Lieben. Es sieht auf jeden Fall aus wie besser als heute Morgen, sag ich mal, vom Gesicht her. Gefällt es mir besser. Ich habe zwar übelst tränende Augen gehabt, aber ich denke nicht, dass es davon abhängig ist, wie der Lidschatten war, sondern einfach durch das Fixierungsspray, das habe ich, oder durch den Kajal, den ich auf meiner wasseroberen Wimpernkranz aufgetragen habe. Aber wie gesagt, die Mascara und der Lidschatten sind immer noch on top. Das, was abgegangen ist, ist alles von dem, alles von meinem tränenden Auge. Ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Ich verabschiede mich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben, ist voll ungewohnt, so zu filmen.